Seit ein paar Wochen ist sie wieder in Sicherheit. Die 16-jährige Nesrin musste vor ihrem gewalttätigen türkischen Ehemann fliehen. Nun ist die junge Frau mit ihrem Baby wieder zu Hause, bei Eltern und Geschwistern in einer Notunterkunft. Nesrins Familie stammt aus Syrien. Nur weil ein Freund der Familie, der Imam Abdurrahman Çelik, dabei ist, spricht sie mit uns, schüchtern und noch verängstigt. Mein Mann hat mich und die Kleine vor die Tür geworfen. Auch der Schwiegervater hat mich und das Kind geschlagen. Einmal hat er mir sogar eine Pistole an den Kopf gehalten. Die Eltern hatten Nesrin gegen ein Brautgeld verkauft, damit sie selbst ein wenig besser über die Runden kommen. Doch der Mann war nur an einer kurzen Beziehung interessiert, kein Einzelfall. Immer mehr türkische Männer leisten sich eine Zweitfrau aus Syrien, möglichst ohne großes Aufsehen. Die meisten Männer wollen nicht standesamtlich heiraten, sondern bloß eine religiöse Zeremonie. Dann können sie die Frauen wieder schneller loswerden. Und viele sagen, sie wollen eine Syrerin als Zweitfrau, aber nur heimlich. Ich sage ihnen dann, sind syrische Frauen nicht genauso viel wert wie türkische? Haben sie denn nicht die gleichen Rechte? Die Millionenstadt Gaziantep liegt nur 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Über 250.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland hat die Stadt bislang aufgenommen, drei Viertel davon Frauen und Kinder. Die meisten Frauen sind Witwen, ihre Männer haben sie im Bürgerkrieg verloren. In ihrer Verzweiflung scheinen sie leichte Beute zu sein. Die türkischen Männer denken, diese Frauen sind billig zu haben, als Ehefrau oder Zweitfrau. Auf normalem Weg können manche von denen keine Frau mehr kennenlernen, weil sie krank oder zu alt sind. Eine syrische Braut kostet nur halb so viel wie eine türkische, heißt es. Von umgerechnet 1.500 Euro ist die Rede. Viel Geld für die mittellosen Flüchtlingsfamilien. Doch dass sie ausgebeutet werden, hat sich längst herumgesprochen. Ich würde meine Tochter trotzdem nicht hergeben, die würde nur 2-3 Monate missbraucht und dann wieder zurückgeschickt. In der Türkei ist die Vielehe per Gesetz verboten, aber im konservativen und patriarchalen Anatolien kümmert das viele Männer nicht. Entlang der syrischen Grenze herrscht mittlerweile ein regelrechter Frauenhandel. Mittelsmänner präsentieren vor den Flüchtlingslagern Fotos von Frauen und Mädchen. Bei erfolgreicher Vermittlung winkt eine Provision. Wir fahren zu einem der letzten noch geöffneten Grenzübergänge zwischen der Türkei und Syrien. Neben dem Grenztor befindet sich ein Flüchtlingslager für mehrere tausend Menschen. Filmen dürfen wir hier nicht. Aber Straßenverkäufer vor dem Lager bestätigen uns, dass hier der Frauenhandel zum Alltag gehört. Tausende Syrerinnen sollen bereits als Ehefrauen verkauft worden sein. Die türkischen Behörden fühlen sich nicht zuständig. Nur wenige liberale Imame sprechen in ihren Predigten Klartext. Imam Çelik macht sogar seinen Amtsbrüdern schwere Vorwürfe. Indem sie ihren Segen zu diesen Scheinehen gäben, machten sie sich der Beihilfe schuldig. Ehen, die von einem Imam geschlossen werden, sind gesetzlich ungültig, wenn keine standesamtliche Trauung gemacht wurde. Kein Imam sollte solche Ehen auf Zeit für ein paar Monate absegnen. Imam Çelik versorgt viele ehemals verkaufte Bräute wie Nesrin und ihre Familien mit dem Nötigsten. Sie sind doppelt gestraft. Zur Flucht und Vertreibung aus der Heimat kommen Vergewaltigung und Diskriminierungen in einem fremden Land. Das junge Mädchen Nesrin fühlt sich als Mensch zweiter Klasse. Vor ein paar Tagen hat mein Mann angerufen und gesagt, dass er nun eine richtige Frau heiraten wird, eine Türkin. Ich werde dauernd von Männern angesprochen, aber so schnell werde ich nie wieder eines meiner Mädchen hergeben. Doch Nesrin ist sich da nicht sicher. Sie will auf ihre 13-jährige Schwester aufpassen.
Auch für sie haben Männer schon ein Brautgeld geboten.